Martin Grigo ist dermaßen tapfer. Er läuft in seinen Chucks rum, während andere Leute meinen, sie müssten sich Gummistiefel kaufen. Ist hier alles ruhig und schläft hier in Wacken, außer Klausi, der ist schon wach und frühstückt, weil der hat jetzt gleich einen Großeinsatz an der Kaffeemaschine und wird hier die Leute mit einem wunderbaren Frühstück in Empfang nehmen. Und der Azubi, der hilft dabei. Wir sind jetzt hier beim Metal Hammer. Wir haben ja die Geschäftsführerin vom Metal Hammer. Die Geschäftsführerin vom Metal Hammer, die Sarah Fleischer. Die Sarah Fleischer möchte jetzt den Zuschauern von MonTV mal erzählen, warum sie seit 28 Jahren jedes Jahr nach Wacken kommt. Bitte sprechen Sie jetzt. Also wegen der Matsche auf jeden Fall nicht. Wegen den Leuten. Tatsächlich wegen den Leuten. Und weil es einfach schön ist, immer wieder dieselben Menschen wieder zu treffen. Und den da. Den da zum Beispiel. Und die da. Und die da. Und alle Kollegen. Und es ist so ein Ritual geworden irgendwie. Also es gehört dazu. Ich glaube, es wird was fehlen, wenn man nicht mehr hinfahren würde. Nachdem das jetzt gerade eben eine kleine Katastrophe war da in der Pfütze, haben wir uns jetzt neue Stiefel gekauft. Da. Ich hoffe, die sind ein bisschen dichter als die anderen. Und den ultimativen Test, den gibt es jetzt gleich. Jetzt lege ich mich hier auf die Fresse, das Handy fällt da rein.